Hallo, oh, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Portal in die Unendlichkeit. Wie habe ich ihn nochmal gesprochen? Ganz tief, ne? Irgendwie so. Wir scheinen am Ende der Steppe angelangt zu sein. Sobald wir die Steppe hinter uns gebracht haben, werden wir leicht vorankommen. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Vorschützen? Okay. Los, Beeilung. Können wir jetzt bald irgendwann mal Teddy treffen? Habt ihr ernsthaft geglaubt, uns vielleicht wissen zu können? Hey, okay. Diese Stimme. Die Stimme kenne ich doch. Das ist das Pokémon, das Psyana angegriffen hat. Boah, baba, boah. Was? Schreck lass nach. Stalobor. Dachtet ihr, Chabot, das war im Ernst? Ihr könntet so leicht entkommen? Nein, im Gegenteil. Wir haben euch bereits erwartet. Mir war von Anfang an klar, dass es nicht einfach werden würde. Aber lasst mich euch noch etwas Wichtiges sagen. Glaubt ja nicht, dass ihr uns einfach so aus dem Weg räumen könnt. Ja, tja, damit habt ihr vielleicht gar nicht mal so unrecht. Doki allein ist ja schon eine harte Nuss. Doch wenn du uns jetzt, wenn du jetzt noch hinzukommst, Trickefalo, dann hat sich das Blatt echt zu unseren Ungunsten gewendet. Also verzichten wir diesmal auf den Kampf und überbringen euch nur eine Botschaft. Eine Botschaft? Teddy befindet sich in unserer Gewalt. Was? Sie haben Teddy geschnappt? Ja, wir haben Teddy als Geisel. Kommt zu den Hohlhügeln, wenn euch das Leben von Teddy lieb ist. Solltet ihr nicht aufkreuzen, tja, dann kann ich nicht für die Unversehrtheit unserer Geisel bürgen. Was genau wir mit ihr anstellen werden, überlasse ich eurer Vorstellungskraft. Aufrecht bald dann. Fuck. Sie haben Teddy. Wir erwarten euch dann am Treffpunkt. Ihr solltet lieber auftauchen, glaubt mir. Meine Güte. Was für ein niederträchtiger Kerl. Da wird mir einem mehr übel. Somnium hat ihre Helfershelfer. Erwarten uns auf dem Hohlhügeln. Nein. Du spielst doch wohl nicht ernsthaft mit dem Gedanken, dich dorthin aufzumachen, oder? Um Himmels Willen, das ist doch ganz eindeutig eine Falle, hörst du? Wir wissen ja noch nicht einmal, ob Teddy wirklich ihre Geisel ist. Sie können uns doch bloß an der Nase herumführen. Stell dir vor, wir gehen dorthin und und von Teddy ist weit und breit keine Spur. Was würde denn aus der Welt von dir, wenn dir dort etwas zustößt? Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen machst, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Somnia mit gezinkten Karten spielt. Wir sollten uns unter keinen Umständen auf ihr Spiel einlassen, hörst du? Lass uns fürs Erste einfach glauben, dass Teddy heil zurück im Paradies ist. Und genau dorthin sollten wir jetzt uns schleunig auf den Weg machen. So. Daran habe ich natürlich auch schon gedacht. Es ist wohl eine Falle. Und Teddy befindet sich womöglich gar nicht in ihrer Gewalt. Aber angenommen, ja nur angenommen, sie haben Teddy tatsächlich geschnappt. Tja, dann... Was hast du denn jetzt vor? Wir müssen los. Was? Hörst du nicht? Hör ich recht? Fragst mich nach dem Weg zu den Hohlhügeln? Ja. Selbst wenn es sich um eine Falle handelt. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Teddy im Stich zu lassen. Schließlich geht es um einen meiner besten Freunde. Nein, dem widersetze ich mich. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du geradewegs in dein Verderben rennst. Ach, was rede ich? Egal, wie sehr ich mich auch dagegen sträube. Meine Warnungen stoßen bei dir nur auf taube Ohren, hab ich recht? Ja, hast du. Du hast dich doch längst entschieden. Du wirst hingehen, nicht wahr? Ja. Habe ich es mir doch gedacht. Nun gut, ich gebe mich geschlagen. Doch, auch wenn dein Entschluss reichlich vernünftig zu sein scheint, muss ich dir gestehen, dass ich doch ein wenig erleichtert bin. Was? In der kurzen, doch intensiven Zeit, die ich an deiner Seite verbracht habe, habe ich erkannt, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich kenne deinen Charakter. Und obwohl ich dir eben ganz klar zu verstehen gegeben habe, dass wir unter keinen Umständen das Wagnis eingehen sollten, einen Freund zu retten, so sträubte sich alles in meinem Innersten gegen meinen vernünftigen Ratschlag. Ich wusste von Anfang an, dass du meinen Worten keinerlei Gehör schenken würdest. Ich hatte keinen Zweifel, dass du Teddy umgehend zu Hilfe eilen wollen würdest. Und ich habe darauf gebaut, dass du das auch so sagen würdest. Ich bin sehr froh, dass du so bist, wie du nur einmal bist. Treu dir selbst und deinen Prinzipien gegenüber. Ich möchte zwar keine allzu großen Umwege machen, aber
Dir ist Teddy sehr wichtig, habe ich recht? Ja. Ich kann das gut nachvollziehen, denn für mich als Stimme des Lebens ist die Welt mehr als eine Ansammlung von Bergen, Flüssen und Pflanzen. Sie ist mein Freund und daher unersetzlich. Lass uns keine Zeit verlieren. Teddy braucht unsere Hilfe. Du kannst dich auf mich verlassen. Trinke Falo. Ach Gottchen. Bin mal gespannt, ob sie Teddy wirklich haben oder nicht. Dort erstrecken sich die Hohlhügel. Sie sind von zahllosen Löchern durchsiebt, von großen wie kleinen, die alle durch Höhlengänge miteinander verbunden sind. Unseren Gegnern werden sich dort geeignete Verstecke zuhauf bieten. Es ist für sie ein gefundenes Fressen, der ideale Ort für Angriffe aus dem Hinterhalt. Wie ich schon sagte, es ist bestimmt eine Falle. Ich denke, Somniam und ihre Schergen werden uns wohl auf dem Gipfel auflauern. Es wäre allerdings auch denkbar, dass wir auf unserem Weg durch den Dungeon bereits auf die eine oder andere böse Überraschung ihrerseits stoßen werden. Lass uns daher besonders achtsam sein. Okay. Sind wir... Items ablegen. Oh Gott, was hab ich denn hier für Schwani? Was ist das eigentlich? Teamattacken kann schnell eingesetzt. Achso, okay. Das weg. Ein Top-Elixier können wir wegklatschen. Das alles weg. Wir nehmen nochmal eine Sinelbeere, ne? Ja, eine Sinelbeere, eine Pilsefbeere nehmen wir auch gerne noch mit. Nehmen wir lieber zwei Sinelbeeren noch mit. Eine Pilsefbeere, zwei Sinelbeeren. Machen wir zwei Pilsefbeeren. Wir haben so viel Platz eigentlich. Ich könnte so viel Sachen mitnehmen. Es ist immer noch anstrengend, Kriege Falo zu sprechen, Alter. Ich muss mir echt mal überlegen, also vorher muss ich mir überlegen, was ich für Synchros gebe. Wenn ich weiß, okay, das könnte ein Charakter werden, der ein bisschen mehr zu sprechen hat, dann muss ich dem eine bessere Synchro geben, die nicht so anstrengend für den Hals ist. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, aber es sieht cool aus. Das Design, so mit den ganzen Löchern in dem Hügel. Cool. Echt cool. So. Ich habe gerade eben schon gesehen, es gibt hier ganz viele glitzernde Stellen. Ich weiß nur nicht, wo genau sie alle waren. Einen weiter oben, glaube ich, ne? Ich gehe mal eben dahin. Er hat es natürlich nicht gespeichert. Aus mir nach. So. Mann. Hasse es. Ich hasse es. Okay, wo ist es? Da ist es. Hallo. Ich geh mal einen runter. Danke. Zick. Warum wird das denn nicht gespeichert? Also, so, weil Trigevalo wahrscheinlich kein vollwertiges Mitglied ist, ne? Das ist dumm. Oh, es ist dumm. Ich finde das tatsächlich sehr dumm. Ich geh mal einen Schritt nach unten und einen Schritt nach da. Oh, da kann eine Nadelrakete, okay. Oh, eine Lahmfalle. Ist hier oben irgendwo Glitzerblitzchen? Nein, okay. Wenn ich nicht noch Level 40 bin, ne? Bevor wir raus sind. So viele Pokémon, wie mir hier begegnen. Okay, 40 ist übertrieben, aber ich glaube. Also den Dungeon könnten wir Level 31 erreichen. So, also ich glaube, wenn wir komplett weg sind, also komplett fertig mit dieser Mission, sag ich jetzt mal, bis wir wieder im Paradies sind. Ich schätze mal, es ist jetzt noch dieser Dungeon und dann noch eins, zwei weitere oder so. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es aber nicht genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das könnte ich mir so vorstellen. Goldbarren, sehr geil. Nochmal Goldbarren, sehr geil. Dann sind wir auf jeden Fall so Level 32, 33 vielleicht. Je nachdem, wie lang dieser Dungeon hier ist. Ich weiß nicht, ob wir hier definitiv noch 31 erreichen werden. Je nachdem, wie viele Pokémon hier uns auch begegnen, ne? Alter. Welches Level ist Trigevalo eigentlich? Level 64? Lol. What? Warum? Ist das Spiel davon ausgegangen, dass wir auch schon so ein hohes Level haben? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, wir kommen ja in den Dungeons klar. So.
Aber Level 64? Warum haben sie den Trikefalo so fucking stark gemacht? Holy shit. Also das ist echt übertrieben, oder nicht, Leute? 64? Fick die Henne, ey. Ich hab natürlich kein Geld mitgenommen, ne? Okay, wäre das jetzt ein Belebersamen gewesen, wäre ich echt traurig gewesen. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum sein Knirscher und so übertrieben viel Damage macht. Und warum er nicht ein Level abkriegt. Aber 64, das erklärt's, ne? Oh. Was haben wir denn hier? Ein Frisma. Sein Inneres ist ganz weiß. Bedeutet das etwa, dass bereits eine Nachricht aufgezeichnet wurde? Prismen sind äußerst seltene Dinge. Also nichts, was einfach so auf dem Hohlhügeln herumliegen würde. Mit anderen Worten, irgendjemand hat es absichtlich hier zurückgelassen. Doki hat das Frisma erwärmt. Der gefrorene Teil schmilzt und Töne werden freigesetzt. Teddy! Ihr fiesen Gauner! Was fällt euch ein? Aber das ist die Stimme von Teddy. Aber Somnium, du hattest doch Doki um Hilfe gebeten. Also warum? Sag schon. Puh, das war doch bloß, um euch in das Licht zu führen, du Schnellmerker. Doki hat nicht das Recht, sich noch länger in dieser Welt aufzuhalten. Daher die kleine Finte, um die Nervensäge loszuwerden. Wie bitte? Doki darf nicht in unserer Welt bleiben? Halt den Rand. Jetzt gibt's schon klein bei und sei eine brave Geisel. Das war's. Das scheint das Ende der Aufzeichnung zu sein. Teddy befindet sich also tatsächlich in ihrer Gewalt. Es war absolut richtig, die richtige Entscheidung herzukommen, Doki. Teddy hat diese Nachricht also heimlich aufgezeichnet. Und das Frisma-Geist ist gegenwärtig abgelegt, damit wir darauf stoßen. Allerdings, dieses Frisma, nun, wenn man es aus der Nähe betrachtet... Doki, wir haben keinen blassen Schimmer, welche Fallen und Hinterhalt uns doch erwarten. Und selbst wenn uns niemand auflauert, so ist der Gegner dennoch klar in der Überzahl und wir somit im Nachteil. Wir sollten versuchen, Teddy rasch aus ihrer Gewalt zu befreien und in Sicherheit zu bringen, ohne unseren Gegner auf den Plan zu rufen. Nur so können wir wieder heil aus der ganzen Geschichte herauskommen. Wie heißt es so schön, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Es könnte auch eine Falle sein mit dem Dings, ne? Somnium kann ja Stimmen nachahmen. Also, irgendwie traue ich diesem Frisma nicht. Tatsächlich. Also, ich weiß nicht genau. Ob ich dem trauen soll oder nicht. Ich bin mir echt nicht so sicher. Level 31, cool. wie gesagt, also, Somnium kann ja Stimmen nachahmen. Also sie kann sie ja, ne? Hat sie ja bei Trikefalo auch gemacht. Keine Spezialverteidigung mehr dazu. Deswegen könnte das bei Teddys Nachricht, also Stimme jetzt ja auch gewesen sein, so. Leck mich mit deinem Traumtanz. Ich weiß nicht, irgendwie. Aber mein Ingame-Doki hat ja eben auch schon so Andeutungen gemacht. Goldbarren, nice. So, dass irgendwas mit dem Frisma nicht stimmt und so, ne? Also, es könnte schon eben darauf hingewiesen haben. Ich weiß nicht. Ich hab mich doch eben von diesem blöden Sandwirbel oder was das war, gerade befreit, oder? Ich hab doch gerade wieder Genauigkeitssenkung abbekommen, oder nicht? Ich hab mich da eben von befreit. Pokémon später, schon wieder. Blöd. Einfach blöd. So, Georg Brock, sehr nice. Davon haben wir relativ wenig sogar tatsächlich, ne? Ja, ach, oben geht's weiter, okay. Oh Gott, oh Gott. Au. Okay, nein. Das da. Sehr gut angegriffen. Sehr gut angegriffen, Trikefalo. Ich bin stolz auf dir. wo ist denn Blitzer? Ach, da ganz hinten ist Blitzer. Oh, ups. Da ist ein Blitzer.
Hallo, Blitzer. Tschüss, Blitzer. Was ist da? Oh nee, nicht oh nein. Oh, Jungchen. Ach, gut. wollen wir das Pokémon da noch besiegen? Ja, ich glaube schon. Der Trikofalo gönnt sich schon. Alles klar. Okay. Hohlhügel E6. Ah, danke. Hier war doch richtig viel... Nee, das war noch eine Ebene höher, oder? Hier war ein Leuchtboden. Goldbarren. Ja. So viele Goldbarren mittlerweile, das ist schön. Alter, es ist so... Es ist so hart, dieser Damage von Knirscher, ey. So, ich will diesen Dungeon eigentlich noch in diesem Part packen, aber ich hatte das Gefühl, das schaffen wir nicht. Aber... Ich wollte nachher eh noch ein Part aufnehmen, also ist das ganz okay. Nochmal Goldbarren. Wie viel Goldbarren haben wir jetzt mittlerweile? 51, geil, wir können uns jetzt eine TM kaufen, ne? Können auch das... Ja, ich glaube, wir können uns jetzt eine TM holen. Also, wären wir im Paradies. In Raststadt. Ich glaube, ich synchronisiere Trikefalo nochmal um oder so. Irgendwie so einen alten, weisen Sack oder so. So, dass er so spricht irgendwie. Weiß ich nicht. Weil die andere, die geht halt echt auf den, nicht mal auf den Hals, sondern eher auf den Kiefer. Weil ich halt mein Kiefer so, ich sag jetzt mal, weil ich meinen Kiefer so anspanne, eigentlich auch nicht unbedingt. Irgendwie, also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also doch schon so ein bisschen anspannen, den Kiefer, damit ich so versuchen kann, so tief zu sprechen. Und das ist halt auf Dauer echt unangenehm. Echt, echt unangenehm. Ich hoffe, es kommt hier jetzt gleich kein Pokémon, dass ich hier die Treppe nicht finden kann. Und eine Pirsif-Biere einsetzen kann. Okay. Boah. Okay, ein bisschen auf dem Hals geht's auch. Aber ich glaube, ich mache in Trikefalo diese alte, weise Stimme. Weil ist ja so die Stimme des Lebens. So, ne? Und die ist ja schon bestimmt ein paar Milliarden Jahre alt. Und er ist schon Level 64, das heißt, er ist ein altes Pokémon. ich glaube, ich switch um, ja. Doch, ich glaube schon. Ist für mich, für meine Stimme auch einfach viel besser. So. Das heißt, nicht wundern, ne? Nicht wundern, wenn auf einmal die Synchro anders ist. So hältst du so viel aus. Wieso sind so Drachenklauen noch nicht so stark? Weil sie die noch nicht gelevelt haben. Ach nee, was? Echt? Wow. Lol. Ach komm. Leck mich mit deiner Kackverwirrung, ey. Verwirrung in Mystery Dungeon. Ich hasse es so sehr. Och. Geh weg jetzt. Wie viel Leben hattest du denn bitte? Meine Güte. Dressella ist echt ein Hass-Pokémon hier. Du müsst wieder in dem Teil. Holy fuck. Ätzendes Pokémon. Ätzend. Ah, wir sind draußen. Hier war doch noch ganz viel Glitzer. Ne, nee, dann war das noch weit. Das war weiter links dann. So. Ich mach mal das dazu. Zack, zack. Triplette ist sogar schon ein Level aufgestiegen. So viel haben wir es genutzt. Okay. Zack. Ja, wir wollen weitergehen. 18, 19 Minuten, okay. Ich guck mal. Wir müssen noch so viel machen wahrscheinlich. So viele Ebenen gehen. Vielleicht haben wir Glück und die Treppen kommen jetzt ganz fix. So wie diese hier. Kann ja sein. Das sind erstmal zwei Items. Und Goldbarren auf dem Leuchtboden. Noch eine Treppe. Das ist sogar wirklich recht fix. Und hier waren doch ganz viel Leuchtboden, oder nicht? Habe ich mich vertan? Hier war einer. Spornsamen, hier ist einer. Pesefbeere, okay, hier ist noch einer. Habe ich doch nicht mich vertan, okay. Und Top Alexi, sehr gut. Lol, ich habe Trikefalo da einfach reingeschoben. Okay. Zack. Noch meine Stimme jetzt, ne? Am Abkackhöhlen. So. Okay, wollen wir weitergehen?
Ja, ich denke mal, ich kann jetzt speichern, oder? Oh. Okay. Wir beenden jetzt hier erstmal den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!